Zwei Männer, beide im Widerstand gegen das NS-Regime. Der eine Protestant, der andere Katholik. Beide handeln aus tiefster christlicher Überzeugung. Beide landen im Chaos der letzten Kriegstage im KZ Flossenbürg. Dietrich Bonhoeffer und Josef Müller. Das Stück später besucht Dietrich Bonhoeffer Redivivus von Autor Bernhard Setzwein und dem Landestheater Oberpfalz macht Gänsehaut. Was viele nicht wissen, dass der Dietrich Bonhoeffer ja nur eine Nacht in Flossenbürg war, bevor er dann verurteilt und hingerichtet worden ist. Und das Stück erzählt diese ganze Vorgeschichte auch, wie das alles gekommen ist, und zwar aus einer sehr interessanten Perspektive. Also es geht los nach dem Krieg in München und der Josef Müller, einer der Mitbegründer der CSU, der mit Bonhoeffer im Widerstand war und auch in Flossenbürg inhaftiert war und mit dem Leben davon gekommen ist, hat gerade so eine Sitzung gehabt und dann hat er so eine Erscheinung, wo man nicht genau weiß, träumt er das jetzt, ist das jetzt wirklich Wirklichkeit, wo er dem Bonhoeffer wieder begegnet. Beinahe hätte man sowieso statt meiner einen anderen hingerichtet. Ich fragte, wieso einen anderen? Und er erklärte, gestern sei nach mir gesucht worden. Wie nach der Stecknadel im Heuhaufen. Bei dem ganzen Durcheinander wisse doch keiner mehr, wer wer sei. Alle Vorstellungen sind im Bildungszentrum der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Am Samstag, 9. April, dem 71. Todestag Bonhoeffers, wird das Stück uraufgeführt. Ein Theaterstück, das Bonhoeffer hinterfragt, aber auch Moralität und Demokratie. Die wichtigsten Details der Biografie werden erzählt. Aber es ist natürlich auch einfach ein Theaterstück, wo es um zwei Figuren geht und die eine ganz intellektscharfe Diskussion haben, immer wieder um die letzten Fragen, was ist sozusagen die Quintessenz vom christlichen Glauben und wie weit kann man diesen Forderungen überhaupt gerecht werden, diesen moralischen Anspruch, eben wirklich nicht schuldig zu werden oder wirklich sozusagen das Gewissen reinzuhalten. Hannes Hoffmann spielt im Stück den Dietrich Bonhoeffer, eine Rolle, die ganz speziell für ihn ist. Das wird unsere Version, eine Version und eine Mischung aus dem, wie es vielleicht war und wie er gedacht hat und wie er gehandelt hat, aber auch von uns selber sozusagen. Und das ist so die Herausforderung, da eine Mischung zu finden und sich nicht bei jedem Satz und bei jedem Schritt Gedanken zu machen, hätte er das genauso gemacht. Während der Laufzeit von Später Besuch Dietrich Bonhoeffer Redivivus bietet die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg kostenlose öffentliche Themenrundgänge zu Dietrich Bonhoeffer an.